Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich euch ein paar Fragen von dem letzten Video beantworten. Und bevor es losgeht, muss ich mich beeilen, denn ich muss heute noch die Gamescom-Tickets kaufen. Nee, Blödsinn. Die Zugtickets für die Gamescom muss ich kaufen und reservieren und bla bla bla. Und das Ganze macht in weniger als einer halben Stunde zu und ich muss noch 20 Minuten mindestens fahren. Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen. So, aber bevor es losgeht, beantworte ich doch noch eine Frage, nämlich die YouTube-Lauerin fragt, Hashtag AskFabe, kannst du nicht doch auf die Videodays kommen? Und da muss ich sagen, ja, ich komme doch zusammen mit dem Sebi und dem Lukas, gleich wie letztes Jahr, muss schnell mal die Tür zu machen, denn ich bin echt im Stress. Aber ich gehe wahrscheinlich nur auf den zweiten Tag, also ich glaube den Community Day. Denn der erste Tag ist mir persönlich viel zu viel los und wie schon in einem anderen Video erwähnt, total unorganisiert, wie es die letzten Jahre war. Aber den zweiten Tag, also den Community Day, werde ich wahrscheinlich erscheinen. Und ja, da werde ich die Tickets auch bald bestellen, denke ich mal, wahrscheinlich auch heute noch. Und ja, aber jetzt auch, wo habe ich denn den Schlüssel schon wieder hingetan? Ja, fängt schon mal gut an, jetzt habe ich schon meinen Schlüssel verloren. Leute, was los? So, hier Schlüssel, jetzt aber würde ich sagen, los geht's. Leute, am 16.8. geht's los und am 21.8. geht's wieder retour nach Österreich. Ist fast eine Woche, das heißt, das wird bestimmt wieder eine mega Zeit. Aber bevor ich die nächste Frage beantworte, fahre ich mal lieber nach Hause und setze mich dort irgendwo auf die Couch oder so und beantworte die restlichen Fragen. Ja, das Video wird jetzt, glaube ich, nicht so lange werden, denn es sind auch nicht so viele Fragen dabei rausgekommen, aber das macht nichts. Ja, irgendwas wollte ich sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das Video sollte eigentlich viel früher kommen, aber ich bin irgendwie zeitlich nicht dazu gekommen, das vor einem Wochenende hochzuladen, aber naja, wie dem auch sei, jetzt geht's nach Hause. Und jo. Ich bin jetzt auf meinem Schreibtisch. Ich fange gleich an, das Video zu schneiden mit Premiere Pro das Ganze. Aber jetzt vorher beantworte ich noch ein paar Fragen. Nämlich der Memphis fragt, Hashtag AskFabe, was sind deine Ziele auf YouTube? Und ja, was sind eigentlich meine Ziele? Ich möchte jetzt nicht so eine riesen Community aufbauen mit Abertausenden Leuten, ich glaube, das wäre, Moment, da ist ein bisschen Schatten in meinem Gesicht. Ich glaube, das wäre irgendwie zu viel für mich. Ich weiß es aber nicht, ich war noch nie so in der Lage. Aber ich habe auf jeden Fall vor, eine kleine, treue Community aufzubauen. Wie viel das werden, hängt nicht von mir ab. Es hängt von euch ab. Und ja, natürlich auch von meinem Content. Aber ja, das wird sich auch verbessern in nächster Zeit. Ja, mir macht das Ganze
einfach eine Menge Spaß. Das ist meine Leidenschaft, YouTube-Videos zu produzieren, Videos zu schneiden. Da kann man einfach die ganzen Gedankengänge, Fantasien, die ganzen, ja, seine Fantasie und sein, wie nennt man das, sein, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, keine Ahnung, aber ist ja egal. Man kann einfach sein ganzes Ding da reinstecken und das macht einfach eine Menge Spaß. Ist mein größtes Hobby, muss ich dazu sagen. Und ja, dann passend dazu kommt die nächste Frage vom Chives. Er fragt, Hashtag AskFabe, kommt ein 100-Abo-Special? Und das weiß ich noch nicht zu 100%, aber ich denke schon, dass ein 100-Abo-Special kommen wird, solange ich 100 Abonnenten erreiche. Ich weiß das ja nicht, das hängt von euch ab. Aber das ist ja noch eine Zeit lang bis dahin, Monate oder so, keine Ahnung. Da werde ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen lassen für euch. Das soll auf jeden Fall etwas Besonderes werden und nicht so ein Standardvideo. Aber naja, das ist ja noch eine Zeit lang und wir werden ja sehen, was bis dahin kommt. Die nächste Frage kommt vom Chaos Cars. Er fragt, Hashtag AskFabe, wenn du irgendeine Superheldenkraft hättest, welche wäre es? Ich glaube, ich würde am liebsten fliegen können, denn fliegen war einfach schon immer so ein Kindheitstraum. Einfach davon fliegen oder unsichtbar sein. Ja, nee, unsichtbar sein, eher würde ich lieber fliegen. Fliegen, keine Ahnung, macht einfach schon im Flugzeug Spaß, wenn man in Urlaub fliegt. Schaut man aus dem Fenster. Ich möchte im nächsten Leben Vogel sein, das entscheide ich jetzt mal einfach mal so. Da kann man überall drüber blicken, jeden Menschen auf den Kopf scheißen wie die Tauben. Und ja, die nächste Frage kommt vom Kusch Kusch. Er fragt, Hashtag AskFabe, warum bist du so geil? Danke. Die nächste Frage kommt. Ach, das war's schon. Jo. Tut mir leid, dass das Video so kurz ist. Die letzte Frage kommt von MC oder MacKnalle, Hashtag AskFabe, darf ich dein Video beenden? Und ja, wie schon im letzten Video, würde ich einfach mal sagen, machen wir jetzt ein Ende. Tut mir leid, dass das Video so kurz war. Wenn das länger sein sollte das nächste Mal, dann schreibt Fragen, Fragen, Fragen. Ich werde 99% der Fragen beantworten, solange ihr keine irgendwelche Scheiße schreibt. Dann, ja, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, würde mich riesig freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.